Guten Morgen, Kollege. Du stehst im Berufsverkehr in Tutzing mit deinem S6-Verstärker in Richtung Pasing bereit. Lasse die Fahrgäste zusteigen und beginne die Fahrt. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Train Simulator 2018 hier auf meinem Kanal Train Teacher. Wir haben heute Dienst bei der S-Bahn München und fahren ja mit unserer schönen BR423 einen S6-Verstärker, wie gesagt, in Richtung Pasing. Und ich würde einfach sagen, wir lassen die Fahrgäste eben mal einsteigen und beginnen dann auch die Fahrt direkt. So. Genau, jetzt sind wir hier. Und natürlich würde ich mich mal sehr freuen, wenn du bis zum Ende der Fahrt mit dabei bist. So, dann schauen wir mal, dass wir jetzt hier reinkommen. So, zack, da sind wir. Genau, soweit ist auch schon die 423 aufgerüstet. Das hat der Kollege von der Bereitstellung schon gemacht. Naja, obwohl hier nicht immer was zu bereitstellen ist. Der Fahrtrichtungswender ist auch schon vorne. Sehr gut, also nach vorne eingestellt, sehr gut. Okay, dann schauen wir nochmal eben. Was ist hier hinten? Talent 2. Okay, wir teilen uns also das Gleis hier. So. Genau, und Abfahrt haben wir auch schon. Na, das passt doch ganz gut. Genau, dann würde ich einfach sagen, rollen wir doch direkt los. Genau. Schalten wir hier schön mit Doppeltraktionspower Leistung auf. Genau. Da war auch gerade noch ein Kollege. Beziehungsweise ist der Kollege auch schon wieder weg. So. Sehr gut. Da haben wir auch schon unseren ersten Halt verlassen. Und erreichen gleich Felderfing. Genau, ich hoffe, man hört die Sounds, wie gesagt, immer ganz gut und auch klar und verständlich. Genau. Ich glaube, jetzt müsste ich auch das Trainworks-Strecken-Upgrade installiert haben, denn das hatte ich ja beim letzten Mal nicht mit drin. Das wurde ja schon gleich bemängelt. Ja, da dürfte sich jetzt jemand angesprochen fühlen. So. Genau. Aber heute, wie gesagt, habe ich das gleich hier nochmal installiert. Ich glaube, das müsste das jetzt sein, was ich hier gerade drin habe. Genau. So. Genau, LZB werden wir heute leider nicht erleben. Obwohl das auch ganz schön geworden wäre. So. Oh, wir haben, dürfen wir auch schon 110 fahren, sehr schön. Die gute alte 110. Müssen wir auch mal mit der fahren demnächst. Yep. So, genau. Man sieht auch, hier wurde hier aus dem polnischen, ich glaube, so einem polnischen Railsim-Portal wurde hier auch wegen neuer Vegetation also mit verbaut. Von da, von dem, von denen ist das, sagen wir mal so, von den polnischen, diese polnische Vegetation. Also sieht auf jeden Fall ganz schön aus. Oh, und da rechts wird irgendwas gemacht. Die Kollegen standen da. So. Und da erreichen wir dann auch gleich Felderfing, unseren ersten Halt. Da steigen dann die Morgenpendler aus. Ach du Himmel, das sind ja. Eieiei, ei, ei, ist ja schon 5.39 Uhr. Ich dachte, es wäre schon irgendwie 6, 7 Uhr oder sowas. Das ist ja doch ein bisschen früher als gedacht. Hier zieht es ja wie Hechtsuppe, Mensch. Mann, Mann. Die Uhrzeit zieht echt wie Hechtsuppe. So. Felderfing. Genau, hier wollten wir hin. Schau ich mal, das war schön an der Harttafel halten. Wenn es die Zeit hergibt. Ja, die Zeit gibt es her, wir sind gut pünktlich. Ja, besser hätte man gar nicht halten können, glaube ich. So. Türfreigabe. Also hier sieht man auch, ich glaube, ja, ich habe das Strecken-Upgrade, das Trainwork-Strecken-Upgrade, glaube ich, installiert. Oh.
Ich glaube, das ist ein Bug. Ja, das ist irgendwie ein Bug von dieser Strecke. Ich weiß nicht, was das nochmal für ein Bug ist, aber. Genau, weil die Harttafeln irgendwie gelb und schon benutzt oder ziemlich benutzt aussehen. Genau. So. Dann haben wir gleich Abfahrt. Ja. Ja, jetzt bleibt es hier immer stehen. Ach Mann, das ist so ein dummer Bug, wirklich. Kritisch. Kritischer Hase, was machen wir da jetzt? T, wenn man nochmal T drückt, kann man da nicht nochmal irgendwie was machen? Türfreigabe zurückziehen. Na, geht zu, Türen bitte. Jetzt, okay. Und dann Kollege mit einer, beziehungsweise ein Kollege aus dem Fernverkehr mit einer schönen 101. Die gute alte 101. Ist auch so eine Legendenlokomotive. Die finde ich auch super. Aber man hat auch gesehen, das war kein langer Intercity, also das war ein kürzerer. Ich glaube, das waren irgendwie nur vier Wagen oder sowas. Ist aber eigentlich, glaube ich, ungewöhnlich für ein Intercity. Das besteht meist aus sieben oder neun Wagen. Und halt einer Lok. Genau. Jetzt sehe ich auch gerade, wir haben gar keine Ansagen hier mit dabei. Genau, das Szenario ist übrigens von Brobon aus dem Resum Forum. Von dem sind wir letztens das Szenario mit der 187 gefahren. Wer die Fahrt nochmal gerne schauen möchte, kann das sich gerne oben rechts in der Infokarte. Ist die verlinkt, die Fahrt, könnt ihr euch das gerne anschauen. Genau. Ansagen sind nämlich nicht mit dabei, die können wir dann ja jetzt sprechen. Meine Damen und Herren, in wenigen Augenblicken erreichen wir den Bahnhof Possenhofen auf Gleis 2. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Jawohl. Ist auch interessant hier bei München-Garmisch oder auf der Strecke München-Garmisch gibt es halt auch die Bahnhöfe, bei denen man dann auch links aussteigen kann. Wo man halt in beide Fahrtrichtungen halt auf einem Bahnsteig quasi ist. Wie der jetzt hier der Bahnhof. Das heißt, wenn ja auch Zugdurchfahrten sind, bekommen das. Dann finden die halt auch mitten im Bahnhof, durch den Bahnhof halt statt, so auch wie gerade eben in Feldafing. Genau, aber manchmal gibt es ja auch Bahnhöfe, die führen dann von der Strecke ab. Und aber gut, das ist nur bei SFS. Ja. Glaube ich. Aber sonst nicht. Bei SFS macht es auch Sinn, also bei Schnellfahrstrecken macht es auch Sinn, diese Bahnhöfe zu bauen. Ja, hier halt eher nicht so, sagen wir mal. Weil hier eh nicht so krasser Highspeed ist. Genau. Ich hoffe mal, das war kein. Nee, okay, hier haben wir nicht so einen riesigen Ansturm an Fahrgästen, was wir da gerade in Feldafing hatten. Dann sagen wir mal einfach zu. Das war der Pendelwahnsinn. So viele Fahrgäste auf einmal wollten in den Zug. So, okay, aber wir sind immer noch pünktlich. Gut. Na dann können wir doch direkt weiter. Und da ist unsere schöne Bahnland Bayern S-Bahn weg. So, 120 dürfen wir fahren. Dann nehme ich mal kurz Leistung leicht runter. Ich wollte noch mal gerne ein Bild machen. Okay. So, kommt hier gleich noch ein Bahnhof? Ich dachte gerade, das wäre ein Bahnhof, aber nee, das ist gar kein Bahnhof. Das ist ein Bahnübergang. Ich dachte schon, wir müssen irgendwie halten oder so, aber dann habe ich auf dem F3-Monitor auf unserem schönen Fahrplan, auf unserem Ebola gesehen,
F3, der F3-Monitor ist quasi unser Ersatz-Ebola. Dass wir gar nicht halten müssen oder sowas. Okay, und da hinten blinkt es am Horizont schon, das heißt, da kommt gleich eine Beeinflussung rein. Die Geschwindigkeitsankündigung für die 60 oder die 40, ich weiß nicht, da kommt irgendwie, ich glaube, 40 vorher und dann kommt erst die 60. Oh, ich sehe auch gerade, wir rollen vor uns her. Ich habe gar keine Leistung aufgeschaltet, nichts. Ich bremse auch nicht gegen oder sowas. Und wir haben gut unsere Geschwindigkeit halten können. Okay. Ab dem Hauptsignal dann da vorne 60. Rollen wir erstmal noch mit unseren guten 75 hier bis nach vorne durch. So. Bis zum Hauptsignal. Es ist ja aber auch gerade so ein Spiel aus Bremsen und Fahren. Also ich weiß ja gerade nicht, was ich da gemacht habe. So. Warte ich mal, bis wir sehen können, auf welchem Bahnsteig wir einfahren. Damit ich eine passende Ansage machen kann, weil nicht, dass ich sage, wir Aufstieg in Fahrtrichtung links oder rechts. Und am Ende weiß ich das gar nicht gerade. So. Meine Damen und Herren, wir erreichen jetzt Starnberg auf Gleis 4. Der Aufstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Und der Kollege da links, fährt der schon los? Ne, der überführt, glaube ich, gerade irgendwas. Ah, ne, ich glaube, der wartet, bis wir durch sind. Ja, so ähnlich irgendwie wird das ablaufen. Gut. Dann sind wir hier erstmal in Starnberg angekommen. Da links der Starnberger See. Schöne Gewässerchen. Das ist eigentlich eine gute Thumbnail-Location, sehe ich gerade. So. Ich möchte aber, dass das Wasser da noch irgendwie ein bisschen mit drauf ist. Ja, da muss ich später entscheiden, welches da gelungen ist, welches Bild. Schauen wir uns mal den Kollegen an. Oh ja, der muss warten, bis wir, glaube ich, durch sind. Und nur Gleis 2 hat wohl Ausfahrt mit 50. Oh, die Wassereffekte sehen aber stark aus. Sehr schön. Und da sieht man auch unsere S-Bahn. Schauen wir mal gleich, wenn wir losrollen, ob die sich dann mitbewegt. Müsste sie aber. Da sieht man sie schön im Wasser, das sieht stark aus, ja. Cool. Oh, jetzt dürfen wir ja noch gar nicht 120 fahren. Ich wunderte mich gerade schon, hä, warum kommt jetzt auf einmal Geschwindigkeitsübertretung? Genau. Und schöner Kollege aus dem Fernverkehr wieder mal. Zuerst ein Intercity und dann ICE. Ganz schön begehrt hier die Strecke. Meine Damen und Herren, in wenigen Augenblicken erreichen wir den Bahnhof Starnberg Nord auf Gleis 2. Der Aufstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Gut. Dann halten wir mal schnell hier wieder.
Wir müssen auf jeden Fall auch nochmal mit der 423 hier S-Bahn-Dienst auf München-Rosenheim übernehmen. Mit dem schönen LZB-Betrieb. Und dann auch das nächste Mal auf der Rhein-Main-S-Bahn fahren. Da hatte ich eine Abstimmung gemacht, ob ihr nochmal da Fahrten sehen wollt. Und tatsächlich hatten irgendwie zum Zeitpunkt, wo ich das abgefragt hatte, wie der Stand der Umfrage ist, irgendwie 12 Leute für Ja gestimmt und 12 Leute für... Oh, ihr legt Laub. Sehr schön. Und 12 Leute für Nein. Also sie möchten keine Fahrt auf der... Also 12 Leute für Ja und 10 Leute für Nein, die möchten keine Fahrt auf der Rhein-Main-S-Bahn haben mit der 423. Da war ich schon verwundert. Naja, aber trotzdem hat es gewonnen, also fahren wir da auch nochmal drauf. Da haben wir dann nochmal S-Bahn-Dienst in Hessen. Jawohl. Ich wollte mir nochmal die Kupplung gleich anschauen. Das machen wir am nächsten Bahnhof gleich mal. Gut, dann können wir doch direkt los. Und da ist unsere S-Bahn weg. Ich hätte mir mal irgendwie im Resim-Forum noch eine Diskussion, kurz bevor die RWA 423 erschienen ist, eine Diskussion durchgelesen. Und da hat jemand geschrieben, der wohl selber Lokführer bei der S-Bahn München ist, dass jeder 423, also jeder 423er Zugteil, also Zug oder Zugverband, seine eigene immer unterschiedlich bremst. Obwohl es immer die gleichen Bremsen verbaut sind, bremsen die ganz unterschiedlich. Also der eine ein bisschen stärker, der andere ein bisschen leichter. Und das soll man auch wohl auch irgendwie merken. Genauso jeder ET hat wohl seinen eigenen Bremsstil. So ungefähr. Ja. Und ich habe auch gerade beim Vorbeifahren gesehen und von der Außenansicht in den Führerstand... Irgendwie da sah das ganz anders aus. Muss ich mir gleich nochmal angucken. Wenn wir in Gauting angekommen sind. Sieht aber auch wirklich stark aus, die Grafik, finde ich. Also das Trainworks-Strecken-Upgrade lohnt sich. Upgrade oder Update, wie man es möchte. Noch ein stillgelegter Bahnhof. Oh, da steht jemand, der schaut wohl. Ah, mit seinem Hund. Der schaut da wohl sich vorbeirauschende Züge an. So. 140. Und hier Kollegen von der Forstwirtschaft. Oder Forstkollegen, nicht von der Forstwirtschaft. Forstkollegen, Forstwirtschaft, habe ich gerade falsch gesagt. Das ist ja auch gerade wieder interessant. Wir haben einen ziemlichen Abstieg, aber unser S-Bahn, unser Zug wird langsamer. Der gewinnt nicht leicht an Geschwindigkeit dazu. Nein, der wird langsamer und hält auch die Geschwindigkeit quasi. Auch ganz interessant. Physikalische Gesetze, naja, kennt der Train Simulator natürlich nicht. Und da sehe ich irgendein Gelb. Oh, das ist gerade noch auf Grün gesprungen. Okay, aber trotzdem müssen wir das bestätigen. 50. Also anscheinend befindet sich vor uns irgendein Zug. Hallo Kollege.
Na, okay, das Hauptsignal ist jetzt auch auf grün. Okay, dann heißt der Zug vor uns ist schon weiter weg. Okay, Gauting, genau. Da wollen wir hin. Also befindet sich hier vor uns eigentlich irgendwas? Nö. Da sind wir gerade viel zu schnell. Ja, heute habe ich es irgendwie wieder ein bisschen mit der Geschwindigkeit, also. Ist auch so komisch hier die Steuerung. Meine Damen und Herren, wir erreichen jetzt den Bahnhof Gauting auf Gleis 3. Der Aufstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Ja, ich glaube, das gelbe Vorsignal kam, weil der Kollege, der gerade an uns vorbeigefahren ist, der fuhr wohl über das Gleis hier gerade, auf dem wir gerade sind. Und jetzt halt gerade runterfahren, genau. Der ist wohl da gefahren, deshalb kam er nochmal. Wäre nochmal eine Beeinflussung gekommen. Genau, Kurzzug sind wir nicht, wir sind eine Doppeltraktion, wir sind ein Vollzug. Jawohl. Was habe ich eigentlich hier noch gehalten? Nee, bisschen über die Haartafel hinausgeschossen. Ach, schaut mal, da hatte ich doch tatsächlich recht. Wenn man von außen rauf schaut auf das in den Führerstand von außen, da sieht man tatsächlich, dann sieht es aus wie ein, dann ist da tatsächlich ein modernes MDA verbaut. Okay, höchst interessant. Wäre cool, wenn es dann echt auch so wäre. Ich weiß gar nicht, die S-Bahn München hat ja ihre Züge modernisiert, also auch von der Inneneinrichtung her. Bestimmt haben die dann im Führerstand auch ein paar Erneuerungen vorgenommen, also MDAs verbaut, neue diese Displays, die neuen Displays. Jawohl. Gut, na dann. Erreichen wir gleich Stockdorf. Beziehungsweise, ja doch, gleich. Und hier rechts dann auch den Regionalverkehr, also die Regionalbahntrassen und die Fernverkehrstrasse. Ja gut, sagen wir mal die Nicht-S-Bahn-Trasse. Die eher für die schnelleren Züge, ja, halt nicht für die S-Bahn-Züge, ist so. Natürlich kann es auch mal vorkommen, dass ein Regionalzug oder irgendwas anderes über die S-Bahn-Gleise geleitet werden oder andersrum. Alles möglich. Meine Damen und Herren, in wenigen Augenblicken erreichen wir den Bahnhof Stockdorf auf Gleis 2. Der Aufstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Sehr gut. Wie war hier? Bremsen, sehr souverän. Entschuldigung. Fahren wir mit schön 50 sogar in den Bahnhof ein. Das trifft sich doch mal gut. Ah, da kommt auch schon unsere Haartafel. Gut, willkommen in Stockdorf.
Oder so ähnlich. Na Mensch, hier überfahre ich die Harttafel immer, ja, aber bei anderen Fahrten, da sitzen wir so hoch in Loks oder sowas, dass ich dann immer viel zu weit vor der Harttafel halte. Aber das ist noch okay. Genau, wie gesagt, hier ein schönes modernes MDA. Oder MFD, aber ich glaube, es ist eine MDA. Genau. So, jetzt wollten wir uns auch noch mal kurz die Kupplung hier anschauen. Gut. Na dann. Let's go. Und da ist unsere S-Bahn wieder davon gedüst. Super. Und da vorne steht ein Talent. Mitten auf der Strecke. Das ist aber gefährlich, was der da macht. Mitten auf der Strecke einfach so stehen. Da ist auch irgendwie kein Signal. Okay. Höchst interessant. Oh, jetzt wird es ein bisschen knapp mit Bremsen. Meine Damen und Herren, wir erreichen in wenigen Augenblicken den Bahnhof Planegg auf Gleis 1. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Ein Glück, dass ich das noch rechtzeitig bemerkt habe, sonst hätten wir uns aber mit einem richtigen Donnerwetter verbremst. Na, ich glaube, mit der Harttafel wird es hier vorne nichts mehr. Ah, doch. Wird sogar noch. Ja, vielleicht kriege ich es auch. Ne, kriege ich nicht mehr perfekt hin. Ja, seht ihr, jetzt sind wir. Stehen wir hier ein bisschen. Ja, okay, ist aber noch okay. Ja, ich bin immer so akribisch. Also, ich versuche das eigentlich punktgenau zu machen, aber das gelingt mir meistens noch nicht so gut. Weil entweder sitzen wir, wie gesagt, zu hoch und dann verschätze ich mich da immer und halt ein bisschen zu weit vorne oder. Ja, wie jetzt. Halten wir ein bisschen zu weit. Ja, doch, oder halten wir halt zu weit vorne oder überfahre ich das halt. Die Tafel. So, aber wir haben jetzt wieder Abfahrt. Also geht es auch schon los. Genau, noch 1, 2, 3 Stationen bis Pasing. Und dann haben wir die morgendlichen Pendler erstmal pünktlich zu ihrer Arbeit gebracht. Mal sind wir soweit pünktlich? Ja, wir sind durchgehend pünktlich. Sehr gut. Okay, jetzt sind wir ganz vorne beim Lokführer. Meine Damen und Herren, in wenigen Augenblicken erreichen wir den Bahnhof Grafelfing auf Gleis 2. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Hier steht auch schon wieder ein Zug. Oh, da bewegt er sich. Das können wir gleich mal gucken, aber irgendwie. Ah, das scheint sich zu bewegen. Das verwundert mich, dass hier so. Dass da gerade der Talent stand und auf einmal hier jetzt wieder schon wieder so was Ähnliches wie stehen. Wirklich schnell fuhr ja der Intercity hier nicht. Okay. Na dann, Grafelfing. Hier sind wir, hier stehen wir. Türfreigabe. Können wir nochmal gucken gehen, was es denn da mit dem Intercity auf sich hatte. Ah ne, jetzt scheint er ja wieder hier ordentlich in Fahrt gekommen zu sein.
Sehr gut. Und hier ist, glaube ich, die LZB-Antenne. Oh, sieht ziemlich danach aus, oder der LZB-Empfänger. Okay. Und wir können auch schon direkt weiter. Dann auf geht's. Gravelfing. Den Halt haben wir natürlich auch pünktlich erreicht. Ausgezeichnet. Oh. Okay. Zug entgleist aufgrund von KI-Kollisionen. 110 Intercity Krefeld-Fing Länge 40 mal bla bla Stockhoff Hamster. Genau, das war der Talent wahrscheinlich, der da stand. Die sind jetzt aufeinander gekracht. Höchst interessant, dass der jetzt da irgendwie kaputt ging, weil ich habe am Anfang des Szenario, als ich das Szenario gestartet habe, gar keine Fehlermeldung bekommen. Ach doch, ich glaube, da war einer, aber da ging es nur um. Da stand nur irgendein Fehler, das hat kein Zug gefehlt. Also das weiß ich ganz genau, die Fehler kenne ich ja mittlerweile. Naja, wir sind leider nicht bis nach Pasing gekommen. Aber bis nach Gravelfing. Na Mensch. Aber Brabon hat, glaube ich, auch die letzte Fahrt sich angeguckt. Also sein eigenes Szenario und hat auch den Unfall gesehen. Aber ich glaube, der. Brabon, wenn du das siehst. Ja. Da hatten wir jetzt leider wieder einen kleinen. Kleines Unfallchen. Aber er hat gesagt, er ändert das, also wird er das vielleicht ja auch ändern. Gut, aber das war dann erstmal unsere Fahrt heute. Wir haben dann von der Fahrdienstleitung gemeldet bekommen, dass ab Gravelfing Schluss ist. Und ja, dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns bei der nächsten Fahrt wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen heute. Schreibt mir gerne noch einen Kommentar, bewertet die Fahrt. Und dann würde ich einfach sagen, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Passt auf euch auf und dann hoffe ich, dass ihr auch in der nächsten Fahrt wieder mit dabei seid. Habt einen schönen Tag und ciao. Wer bis hierhin geguckt hat, du bist cool.